Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, was habe ich denn heute Schönes bekommen? Ich habe Ü-Post bekommen und zwar zweimal von Tanja und Tanja. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn ich einmal bei Tanja bin, dann packe ich die kleine Ü-Post von der lieben Tanja gleich mit rein. Und zwar habe ich einmal von der Tanja Cinnamon Oil, das ist dieser Brief, eine kleine Ü-Post bekommen und einmal von der Tanja Rehauge 2811 eine Ü-Post bekommen. Und ja, da habe ich mir gedacht, die packe ich einfach mal ganz schnell in ein Video. Denn gestern hat mich eine ganz süße Karte von der lieben Tanja erreicht. Und da habe ich mich so riesig drüber gefreut. Erstmal eine süße Minikarte. Und dann steht hier: Liebe Barbara, viel Spaß beim Basteln der Babyalben. Ich dachte, dies hier könnte dabei helfen. Alles Liebe, Tanja. Und schaut mal, was sie mir da geschickt hat. Ist das nicht wunderschön? Die sind so, so toll. Oh, ich bin total verliebt und freue mich jetzt schon riesig darauf, diese wunderschönen Teile zu verbasteln. Einmal in Lila. So schön. Ja, da habe ich mich wirklich riesig drüber gefreut und darum habe ich gedacht, auch wenn es nur eine kleine Ü-Post ist, die möchte ich euch trotzdem zeigen, weil die Teile wirklich wunder, wunder, wunderschön sind. Ja, liebe Tanja, vielen, vielen Dank dafür. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Die sind wirklich wunderschön. Und ja, wenn ich diese verbastelt habe, werde ich dir und euch das Ergebnis natürlich zeigen. Ja, das war so meine kleine Ü-Post, über die ich mich natürlich genauso freue wie über jede große Ü-Post. Von der lieben Tanja. Ihr Kanal werde ich euch unten natürlich verlinken. Ja, und dann hat mich heute ein Päckchen erreicht, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar von der lieben Tanja, Rehauge 2811. Ja, ich bin ein bisschen erstaunt und weiß überhaupt nicht, was drin ist. Und darum schauen wir da mal ganz schnell rein. Ich bin nämlich ganz gespannt. Ja, hier scheint etwas Selbstgemachtes drin zu sein. Und das legen wir mal zur Seite. Und hier haben wir Post. Und dann lesen wir doch mal. Liebe Barbara, eine kleine Ü-Post. Ich hoffe, sie gefällt dir. Lieben Gruß, Tanja Rehauge 2811. Und schaut mal, ist das nicht ein wunderschönes Papier? Ja, meine Liebe, damit hast du mich wirklich überrascht. Ich bin, ja, etwas sprachlos. Aber ich freue mich natürlich riesig. Und dann schauen wir mal, was sie hier Schönes eingepackt hat. Und zwar haben wir als erstes diese wunderschönen Scrapbooking-Papiersticker. Ja, die sind natürlich super. Die kann man auch wunderbar in Fotoalben verbasteln. Die sind richtig toll. Smile. Und hier Flower. Hier steht Life is a Dream. Ja, richtig, richtig toll. Vielen Dank, meine Liebe. Und hier haben wir, oh, schaut mal, die sind ja toll, Bordürensticker. Oh, schaut mal. Und die gibst du mir ab, wo du so verrückt nach Eulen bist. Ja, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich aber riesig. Auch hier diese, oh, die sind richtig, richtig schön und die glitzern. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, auf jeden Fall sind die beglitzert und richtig schön. Ja, auch die kann man wunderbar in Alben, auf Goodiebags, in Karten, also richtig toll. Auch dafür vielen, vielen, vielen Dank, meine Liebe. So, und dann schauen wir doch mal, was ich hier Schönes bekommen habe. Oh, schaut mal. Ah, okay. Okay.
Sie hat die Tage ein Video, war es ein Video oder war es nur ein Foto? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall hat sie ein, habe ich gesehen, dass sie diese Goodiebags gebastelt hat und habe dieses Goodiebag gesehen und dann war noch ein tolles Goodiebag dabei, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, sind die toll. Und da, okay, da hat sie noch erzählt, ja, dass das Ü-Post ist und eins ist ein Tausch. Aber da wusste ich natürlich nicht, dass diese Ü-Post für mich ist. Ist das toll? Schaut mal. Oh, das Papier ist richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Und dann hat sie diese Motive aus diesem 3D-Block bekommen. Ich bin ganz sprachlos. Genommen. Richtig, richtig schön. Und ganz viel Bling, Bling. Ich liebe ja rote Bling-Bling-Steinchen. Die sind so schön. Und hier hat sie diese Rosen vom Action genommen und dann hat sie die noch beglitzert. Total schön. Und hier auch wieder Bling-Bling-Steinchen. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Das ist wunderschön. Da freue ich mich riesig drüber. Und dann öffnen wir das gute Stück mal. Oh, schaut mal von innen, ist das Papier auch so toll. Schön und oh, rote Umschläge und uiuiuiuiui, die sind auch noch mal richtig schön. Oh, schaut mal, da hat sie mir von diesen wunderschönen Delfin-Stickern, die sind vom Action, nein, die sind nicht vom Action, die sind vom Teddy, aber die habe ich nicht, weil es die bei uns noch nicht gab. Also irgendwie ist es schon sehr komisch, dass die Geschäfte ja so unterschiedlich bestückt sind. Und sie hat gestern eine kurze Anekdote erzählt bei Instagram. Da musste ich so lachen, dass sie im Teddy war und die Paletten einfach nicht ausgepackt wurden. Und ja, dann mit der Verkäuferin so ein bisschen einen kleinen Disput hatte. Und das fand ich so lustig, weil ja, wir das gleiche Problem auch immer haben und mein Mann sich da auch immer ganz fürchterlich drüber aufregt, dass der ganze Laden voll steht mit verpackten Paletten und er dann beim nächsten Mal sagt, die stehen immer noch da und ich ihm dann schon erzählt habe, nein, nein, das sind wieder neue, aber nee, es sind tatsächlich immer die gleichen, die einfach nicht ausgepackt werden. Ja, und wir uns dann wundern, dass die Geschäfte, die Regale leer sind und da musste ich wirklich so herzhaft lachen, weil ja, weil wir halt das gleiche Problem hier haben und mein Mann sich da auch immer ganz fürchterlich drüber aufregt, dass die Paletten dann wochenlang da stehen. Ja, auf jeden Fall zurück zu diesen wunderschönen Delfinen, die sind so toll. Die würde ich so gerne mal eingießen, aber die sind so riesengroß. Ich schau mal, ob ich da eine passende Form finde, weil die finde ich richtig, richtig schön. Vielleicht mache ich da mal einen schönen Untersetzer draus. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Da freue ich mich riesig drüber. Dann haben wir, oh, eine Portion Glück. Pfirsich-Vanille. Oh, das duftet. Ja, ich liebe Badezusätze. Aufmunterndes Badesalz. Ja, und Glück, ne? Können wir ja alle nie genug von haben. Oh, da freue ich mich. Schon viele von euch bekommen und ja, die sind aber mittlerweile auch schon alle aufgebraucht und jo, jetzt habe ich Nachschub. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Auch darüber freue ich mich mega. Ich liebe es abends dann, wenn die Kinder endlich im Bettchen sind, mich ganz entspannt in die Badewanne legen und einfach mal die Ruhe genießen. So, und dann haben wir, oh, schaut mal. Eieieiei. Schams und zwar Eulen. Und davon trennt sich die Eulen-Antania. Ich werde ja verrückt. Aber die sind richtig schön. Schaut mal, wie toll die sind. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Auch darüber freue ich mich natürlich riesig. So, so süß. Und dann haben wir hier Acrylschleifen und die sind auch ganz toll. So schön. Dankeschön. Und hier haben wir, oh, in Schwarz. Ja, Schwarz geht immer. Sehr schön.
sind auch Acrylanhänger, die haben dort ein Loch, sieht man das? Ja, jetzt sieht man das. Sehr schön. Oh, mein Stuhl rollt weg. Uiuiuiui. Und dann haben wir einmal Halbperlen. Ja, und Halbperlen kann man immer gebrauchen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich freue mich. Ja, ich war sehr erstaunt, als der Postbote dieses Päckchen abgegeben hat und ich gedacht habe, okay, hast nichts von Tanja erwartet. Aber ich habe mich riesig gefreut. Vielen Dank. Ja, und hier haben wir einmal, oh, die sind toll, die Farbe ist schön. Dieses Magenta mag ich sehr gerne. Das sind Kügelchen zum Auffädeln. Auch sehr, sehr Kügelchen, Perlen zum Auffädeln. Oh, und die sind schön, schaut mal. Ui, die sind toll. Die sind rosa und dann mit, ja, mit Gold durchzogen, praktisch marmoriert. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, super, super schön. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und das Goodiebag ist so toll. Da freue ich mich riesig drüber. Ja, diese kleine Überraschung ist dir auf jeden Fall gelungen und gefällt mir richtig gut. Ja, und das werde ich mir dann heute Abend gönnen, ne? So zur Entspannung. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Ich freue mich sehr über deine kleine Ü-Post. Ja, und euch anderen wünsche ich noch ein wunderschönes Wochenende. Aber ihr müsst mich gleich wohl doch noch einmal ertragen, denn ein Päckchen habe ich noch bekommen. Ja, und das möchte ich natürlich auch gleich noch auspacken. Ja, meine Lieben, meine liebe Tanja und meine liebe Tanja, vielen, vielen Dank für eure Ü-Post. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich finde das so spannend, wenn man dann Post bekommt, mit der man so gar nicht rechnet und dann... Ja, ich habe mir dann ganz schnell die Zeit gemopst, um alles aufzumachen, weil ich so neugierig bin. Und ja, wunderschön, die Delfine sind so traumhaft schön. Sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt, eure Überraschungen sind wirklich geglückt. Habt mir dann das Wochenende ein bisschen versüßt. Obwohl Wochenende ist ja eigentlich immer süß, aber nicht für Mamas, weil dann sind alle zu Hause. Okay, ihr Lieben, ich sag dann mal bis gleich. Bye, bye.